Alter. Warum? Okay, wenn wir jetzt nicht mit Topspeed glänzen können, dann wären wir wieder nur Zweiter. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Das ist genau die Kurve, die wir gebraucht haben. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Forza Horizon 4, Folge 3. So, letztes Mal waren wir mit schönen Rennen stehen geblieben und machen wir diese Folge natürlich direkt weiter. Deswegen weiterhin viel Spaß beim Let's Play. Und wir schauen auf die Karte. Wir hatten ja was vor. Und zwar das Straßenrennen. Und da fahren wir jetzt hin, Freunde, mit unserem wunderbaren Lancia 037 Stradale. Bei nächster Gelegenheit wenden. Danke, Anna. Machen wir natürlich. Hoppala. So, Radio bitte aus. Wir haben unseren eigenen Mix an Bord, der lizenzmäßig keine Probleme machen sollte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. So, es ist leider wieder Linksverkehr, genauso wie beim letzten Teil, dennoch damals aus dem letzten Teil gewöhnt ist, glaube ich, dass man damit recht wenige Probleme hat. Ich finde es nur schade, aber naja. So, machen wir gleich hier Topspeed, oder was? Alter, 260 macht die Karre aber auch, ey, krass. Das ist gar nicht mal so wenig. Alter, 270. Heftig, Freunde. Da sind wir ja ruckzuck da. In 400 Metern rechts abbiegen. So, 425 Bereiche. Rechts auch geil. Abbiegen. So. Links abbiegen. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Gerne. Du hast dein Ziel erreicht. Und machen wir. Du hast es also geschafft. Ich bin übrigens Jay. Alex redet dauernd von dir. Wenn du nur halb so gut fährst, wie er behauptet, werden dich die Jungs hier lieben. Aber bevor wir anfangen, solltest du eins wissen. Das Festival sieht das hier nicht unbedingt gern. Also erzähl Kira nichts davon, okay? Ich muss los. Viel zu tun. Aber wir sehen uns, ja? Komm einfach zu den Treffen, auch wenn es sie offiziell gar nicht gibt. Ich sorg dafür, dass jeder auf dem Horizon weiß, wer du bist. Bin schon ziemlich gespannt, was du so drauf hast. Viel Spaß, okay? Gerne. Wir schauen mal, mit was fahren wir denn jetzt. Wir fahren mit dem Lancia. Okay. Dann machen wir das. Und los geht's. Ich bin gespannt, ob wir mit dem Fahrzeug überhaupt eine Chance haben. Ein Straßenauto ist das jetzt nicht. Und bei der KI von Unschlagbar ist das natürlich auch nicht so schön. Da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. Boah. Ja, Fehler gibt's ja, dürfen wir nicht machen. Vielleicht soll ich öfter auf das Zurückspulen zurückgreifen. Wofür haben wir es an? Ich will es natürlich nicht so oft benutzen. Aber gut, ich meine, wir kommen ja auch hier ganz gut zurecht. Noch zumindest. Aber für den zweiten Platz halt, es ist halt immer so, naja, will man halt nicht so gerne. Auch der dritte Platz reicht mir noch lange nicht. Da soll schon eins stehen. Und der hat offenbar einen sehr, sehr guten Topspeed. Der gute. Wir kommen in den ersten ran. Highspeed ist offenbar in der Leistungsklasse trotzdem eine gute Sache von diesem Wagen. Jetzt bergauf ist es natürlich nicht so schön. Okay, die Kurve haben wir verkackt. Ich habe kurz den Stick losgelassen. Das war
auf jeden Fall nicht so nice. So ist es schon besser. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall noch. Wir haben noch so viel Zeit. Und Forza macht es natürlich immer spannend. Boah. Weil sie das Rennen natürlich als eine Aufholjagd gestalten. Ne? Ich meine, nehmen wir mal an, ich wäre schon von vornherein Erster, dann würde ich es auch bleiben. Aber dann würde man die Gegner niemals sehen. Und deswegen startet man immer zum Schluss. Und später kann man dann diese Fähigkeit erholen. Okay. Okay, so langsam müssten wir dann doch mal... Alter. Warum? Okay, wenn wir jetzt nicht mit Topspeed glänzen können, dann wären wir wieder nur Zweiter. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Das ist genau die Kurve, die wir gebraucht haben. Und da ist die Ziellinie, Freunde. Jawohl. Alter, was ist hart. Aber wir haben es, Alter. Huiuiuiuiui. Es ist hart, auf und schlagbar. Gerade in den ersten Folgen, aber egal. Wir ziehen da durch, wir kriegen es hin. Unter Straßenrennfahrern gibt es lauter unausgesprochene Regeln über Respekt, Ehre und wer mitmachen kann und wer nicht. Aber du musst nur eins wissen. Wenn du so fährst, bist du immer willkommen. Danke sehr. Einfluss 3000. Jawohl. Befördert. Straßenszene Runde 2. 10.000 Credits freigeschaltet. Einfluss gesamt so 20.000. Wird dir mal besser? Hey, ich wollte nur Bescheid sagen, dass das nächste Dirt-Rennen in den Löchern steht. Sehen wir uns dort? Aber selbstverständlich. Jay und ich haben außerdem ein neues Gefahrenschild aufgestellt. Sieh es dir doch an, wenn dir auf dem Weg der Sinn nach Action steht. Okay. Ein Weitsprung. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Auto 3 Sterne hinkriegen. Das müssen wir dann später nochmal machen. Ja, ich möchte allerdings Radio aus. Hat meine eigene Musik. So, wir probieren ihn einfach mal. Und dann machen wir gleich die nächste Geländerin. So, und ich hoffe, dass wir dann mal, jetzt sind wir noch in der Einführungsstory drin, dass wir dann mal ein bisschen freier das hier machen können und dann auch Autos kaufen und tunen und so, dann geht's richtig ab, dadurch, dass ich ja hier VIP und Carpass und all sowas. Da gibt's was ganz Besonderes, was wir schon haben und auch fahren können. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. So, wir müssen ein bisschen schneller werden, habe ich den Eindruck. Weil man springt nicht umsonst 200 Meter. Da geht's ein bisschen bergab, also die Jungs wissen schon, wie es läuft. Mehr Speed. Du hast dein Ziel erreicht. Mal gucken, was wir schaffen. Oh, wir schaffen sogar. Jawoll, 3 Sterne. Die Absperrungen wurden bei Gefahrenbereichen aufgestellt. Dann haben Alex und ich diese übergroßen Markierungen aufgehängt. Und fertig waren die Gefahrenschilder. Gefahrenschilder? Solange niemand stirbt, können wir noch mehr davon bauen. 100 Metern rechts abbiegen. Alter, wir brauchen noch 1000 Einfluss. Also nach dem Rennen haben wir's. Ich bin auch gespannt, wie das hier wird, dann mit den Saison. Dingern. Ich glaube, wir sind noch nicht im Online-Modus. Wir sind noch in der Offline-Kampagne. Und später dann... Ich habe gehört, der Server wechselt dann, also der globale Server, der wechselt dann jede Woche oder so die Jahreszeit. Und dann gibt es spezielle Events, die nur zu dieser Jahreszeit gehen. Da muss man immer warten und so. Das finde ich schon geil. Bin mal gespannt, wie es dann wird. Zeit Ripper-Rennen. Machen wir mal gucken, wie wir auf den Schlagplatz zurechtkommen hier. Ich bin da zuversichtlich. Man darf halt leider die Kontrollpunkte. Naja, was heißt man darf? Man muss halt durch dieses. Kann ich mir sprechen, Freunde, muss mich konzentrieren, dass wir hier ein vernünftiges Rennen auf die Beine stellen. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus hier auf den ersten Metern. Jetzt schon 5. und wir haben 3 Runden Zeit. Wird doch ganz nice.
Nee, 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 du bleibst schön hinten, da wo du hingehörst. Ah, fuck. Boah Gott, Alter, das war ja richtig schlecht jetzt gemacht. Ey, aber nicht zumachen, davon war jetzt hier nicht die Rede. Okay, die ersten zwei, die sind immer so die härteste Nuss, habe ich das Gefühl. Da hast du die Kurve nicht so gut genommen, mein Freund. Was ist denn das da? Irgendein Turbo. Oh, erster. Müssen wir nur noch halten. Bäh. Das war sehr, sehr schlecht, aber noch sind wir vorne. Ich glaube, das war so ein Renault, oder? Dieser rote. Ein Renault-Turbo. Aus dem Weg. Ja, ich finde die Rennen geil. Sehr, sehr geil. Die Umgebung finde ich auch, die sieht richtig nice aus. Ah, das wird ein richtig nice Game, Freunde. Und ich werde versuchen, es diesmal nicht so zu vernachlässigen wie bei Forza Horizon 3. Das werde ich auch noch weitermachen. Ja, da wo ich aufgehört habe, wird es weitergehen. Ich habe die ganzen Events nicht gemacht. Ich bin da nur ein einziges Rennen immer gefahren und habe dadurch meine Level gemacht. Haben mir ein paar neue Fahrzeuge natürlich geholt. Aber die Veranstaltungen bin ich alle gar nicht weitergefahren. Und natürlich Blizzard Mountain und Hot Wheels will ich natürlich auch nochmal machen. Die habe ich ja fast gar nicht gemacht. Werde ich alles auch noch beenden. Das werde ich dann irgendwie parallel zu Forza Horizon 4 dann machen. Und ja, gut. Wird auf jeden Fall richtig geil. So, das war's dann schon. So lange war es jetzt gar nicht. Muss ich sagen. Ah, es macht so einen Fun, ohne Scheiß. Wenn wir dann erstmal unsere eigenen Fahrzeuge haben. Das wird ja richtig geil. Dieses Symbol muss ich noch austauschen, ohne Scheiß. Dieses Standard-Xbox-Symbol geht mir so auf den Keks. Wir haben schon 166.000, was geht? Weil die werden wir wahrscheinlich wieder ausgeben müssen für ein Fahrzeug für die Herbstveranstaltung oder sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Man steigt. Die gute Nachricht ist, du hast es in die Herbstsaison von Horizon geschafft. Die schlechte ist natürlich, dass es erst im Herbst losgeht. Du bleibst doch bestimmt gern bis zum Herbst, oder? Natürlich, Kira, natürlich. Hey, ich schulde dir was für deine Hilfe vorhin. Treffen wir uns hier, damit ich mich revanchieren kann. Das sieht doch verdammt nice aus. Man kann nämlich Häuser besitzen im neuen Teil. Und das hier wird wohl unser erstes sein. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe es natürlich jetzt wieder vergessen. Scheiße. In 200 Metern links abbiegen. Egal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Links und wir haben uns qualifiziert. Links abbiegen. Bäh, du kommst mir da gerade. Ach, der Delta Integrale ist auch geil. Ja, so muss das sein, Alter. Geile Mucke hier. Schön mal ein bisschen die Open World hier erkunden. Die Details sind hier einfach unglaublich. Ja. Also zum Vorgänger ist das nochmal ein Stück mehr. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Okay. Danke. Sorry, Zaun. Das war mal einer. Also dieses Dröhnen des Motors ist schon geil. Wir wollen aber die guten Fahrzeuge wollen wir haben. Und damit meine ich natürlich wieder 1000 PS aufwärts. Ich bin richtig gespannt, ob es eine Goliath-Strecke hier geben wird auf dieser Karte. Ich hoffe so sehr darauf. Die Goliath-Strecke bei Horizon 3 war meine Lieblingsstrecke. Ich bin diese Strecke bestimmt, also 150, wenn nicht sogar 200 Mal bin ich diese Strecke gefahren. Ja. Das ist unglaublich. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es hier wieder eine gibt, wo man dann seine Zeiten verbessern kann. Also ich habe bestimmt mehr als die Hälfte meiner ganzen Forza Horizon 3 Spielzeit habe ich auf dieser Strecke verbracht, ja. Die Goliath-Strecke. Es gab auch eine Hot Wheels Goliath-Strecke, aber die habe ich noch nicht freigeschaltet. Die müsste ich auch unbedingt mal machen. Dann müsste ich auf der auch nochmal meine Runden drehen. Ah ja. Das soll jetzt wieder meine Mutter. Und Forza Motorsport 7, Alter.
Habe ich komplett verpasst, das Game. Ja, es ist jetzt ein Jahr alt und ich habe... Beim Release habe ich 5 Folgen mal aufgenommen, die ich noch nicht mal hochgeladen habe. Und seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Das will ich auch noch machen. Ja, also da... Jetzt geht es wieder richtig los mit Forza. Forza Horizon 4, Forza Horizon 3 und Forza Motorsport 7 mache ich alle drei jetzt. Ach, das gibt's ja nicht. So. Du hast dein Ziel erreicht. Das wirst du nicht glauben. Die Filmproduzenten haben dieses Haus als Filmset gekauft. Aber sie sind mit dem Dreh fertig, also steht es leer. Ich habe nachgefragt. Und weißt du was? Sie sagten, wir könnten das Haus als Dankeschön für deine Arbeit am Film haben. Ja, moin. Einfach mal ein Haus umsonst. Kaufen für 0 Credits. Gerne. Großartig. Tja, da dies ein Geschenk der Filmfirma ist, hier sind die Schlüssel. Ja, auch wenn du nichts anderes machst, kannst du zumindest deine Klamotten lagern. Deine Garderobe ist wie eine Landkarte deiner Karriere. Je mehr du dich präsentierst, desto mehr Kleidung bekommst du. Apropos Name. Du hast dir ja schon vor Horizon UK einen Namen gemacht. Also habe ich dir als Dankeschön etwas ganz Besonderes bestellt. Und das ist... So, wir gucken erstmal. Ja, hier gibt es natürlich sehr, sehr viele individuelle Möglichkeiten. Haben wir noch alles nicht freigeschaltet. Aber wir können unser Outfit... Ja? Nehmen wir mal das hier. Ja, neuer Charakter haben wir ja. Jacken. Digga, da muss noch eine schicke Jamoinsen-Anzug. Ja, was geht? Achso, nee, wir haben bisher nur das hier. Ah, ganz ehrlich, nehmen wir. Beine, ein bisschen was anderes hier. Digga, gibt's so eine graue? Ja, Mäusen, Alter. Alter, fett. Nehmen wir erstmal die. Was haben wir hier noch? Schuhe. Ja, Mäusen, Alter. Oh, hier, Sportschuhe. Passt. Schöne Cappy. Nö, ich finde die Haare sind ganz nice. Nee. Bäh. Haben wir noch nichts. Schade. Okay, hier haben wir alles noch nichts. Aber Alter, wie viele Möglichkeiten. Oh mein Gott, Alter, geht's noch? Digga, das hier ist fett. Wenn ich das freigeschaltet habe, dann nehmen wir das mal. Emotes. Zeig uns vor dem Rennen deine besten Moves und zeig uns die allerbesten Moves, wenn du gewonnen hast. Vertrau mir, das wird großartig. Angeberkarre Sieg. Ach so. So von Herzen. Passt. Wir wollen immer fair sein. So, Freunde. Deine Forza treue Belohnungen. Denn deine laufende Unterstützung spornt uns an, weiterhin großartige Spiele zu machen. Als Dankeschön bieten wir dir diese Belohnung. Belohnungen entsprechend deiner Treue-Stufe. Forza Motorsport 7 Shirt und Super Wheelspin, Forza Horizon 3 Shirt, Forza Motorsport 6 und Forza Horizon 2 Shirt plus Super Wheelspin. 4 Super Wheelspins. Belohnungen für das Spielen von Forza Horizon 3, der 2017er Ford F-150 Raptor Truck und für das Spielen von Forza Motorsport 7 gibt es den 2018er Ford Mustang GT. Kriegen wir alles geschenkt, nur weil wir diese beiden Spiele gespielt haben. Da muss man sich mal vorstellen, ich kann nicht mehr sprechen. So, bedeutet, die haben wir ja jetzt. Oder? Offenbar noch nicht. Ah, jetzt. Okay. So, da sind sie ja. Noch mehr Forts, ja. Ja, ganz ehrlich. Einsteigen. Den werden wir uns mal anschauen. Und dann natürlich tunen. Und das Tune macht man jetzt auch in seinen Häusern. Da muss man nicht extra zum Festival rumkutschieren. Und Freunde, das ist ja hier... Also... Kann ich da hochgehen? Achso. Nee, warte mal. Ja, moin. Hä, kann ich hier... egal. Ja, yeah, Mann.
Oh. Herbst. Ah, krass. Sieh mal an, wer es in die Herbstsaison geschafft hat. Du bist schon fast für die nächste Runde der Dirt-Rennserie qualifiziert. Komm nach Farnhaus. Du wirst dich wundern, wie anders es im Herbst aussieht. Ach, das ist ja krass. Und jetzt hat er in Herbst umgeschaltet und wir haben jetzt die Herbstsaison. Krass. Fanrennen, Dirt-Rennserie. Ganz ehrlich, nehmen wir den Ford Truck. Hallo Fabio. Dein Radio kann jetzt noch mehr Sender empfangen. Wenn du auf Drum and Bass stehst, dann hör doch bei Hospital Records rein. Und falls du etwas Feingeistiges suchst, versorg dich Timeless FM mit klassischer Musik. Bei nächster Gelegenheit, wenn. Das brauchen wir alles nicht. Boah. Geil. Digga, warum ist meine scheiß Anzeige nicht da? Ich brauche... Hier. So. Aus. Und Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Richtig geil. Ich bin mega gespannt. In der nächsten Folge machen wir genau hier weiter, fahren mit diesem Auto zur Dirt-Rennserie und dann probieren wir das Rennen mit dem Truck, den wir bekommen haben. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.